erstmal den Trailer an, würde ich sagen. Also man kann ein ganzes Hunderudel haben, wie man sieht. Ich hatte mir ja auch das den Stream angeguckt hier, der hier auf Steam auch zu sehen war. Die hat ein bisschen erklärt zu den Tieren. Also man kann jedes Tier zähmen, wirklich jedes Tier, was es gibt. Also auch diese fetten Skorpion-Königin-Gedehns, aber die Erfolgschance ist super gering. Und es kann sehr gut sein, dass man dabei relativ schnell stirbt. Also, müssen wir mal gucken, ne? Katze gibt's, glaube ich, gar nicht. Also Hunde haben sie halt neu reingebracht. Ja. Gut, das können wir uns schenken hier. Hier ist halt nur erklärt, was alles so dabei ist. Wie gesagt, es gibt 3 Hundearten oder Rassen. Die man wohl auch in der Wildnis finden kann, die man dann tamen kann. Was auf jeden Fall Sache ist, wenn du Männchen und Weibchen hast, paaren die sich auch. Ja? Also man kann auch Tiere züchten, um sie dann zu schlachten zum Beispiel. Für Fleisch. Das Ding ist, wenn man so einen Hund hat, ich weiß nicht, ob das bei jedem Tier so sein wird, aber wenn man so einen Hund hat, ist der Glücklichkeitsfaktor an den Besitzer gebunden. Ja, bei beiden. Also das harmoniert dann zusammen. Weiß ich nicht, ob das dann so geil ist, wenn du dann ein Tier schlachtest, damit du Fleisch hast. Müssen wir halt mal gucken, wie sich das verhält dann. Ja, es gibt einen neuen Survivor. Hugo Delano ist ein ehemaliger der Tierpfleger oder Tiertrainer aus dem Zoo. Müssten wir uns da gleich mal angucken. Ja, ansonsten, Tiere brauchen viel Essen. Zumindest war das so in dem Devstream, haben die es gesagt, dass es nicht einfach ist, viele Tiere zu halten, weil man dann viel Essen braucht. Ich meine, ich habe eh immer, bei mir verschimmelt eh immer alles Essen, aber das müssen wir halt auch sehen, aus was das Futter gemacht wird, ja, was wir dafür anpflanzen müssen und so weiter. Das muss man halt einfach gucken. Gut. Also wir können sämtliche Tiere halt, wir müssen Ställe bauen, wir müssen Essen machen, logisch. Aber ansonsten kann man sämtliche Tiere, die es gibt, kann man tamen und man kann die Tiere auch trainieren. Man kann die Tiere fighten dann auch gegen die anderen Tiere, wenn wir angegriffen werden zum Beispiel. Ja, das hört sich sehr interessant an. Ist halt die Frage, wie schwer oder nicht schwer es sein wird, Tiere zu tamen, ne? Gut. Gehen wir rein. Key New Futures. Ja, wie gesagt, man kann Tiere halt zähmen. Ja, hier steht es ja auch, man kann den Namen geben, man kann mit denen spielen und denen auch sagen, dass sie die Base beschützen und so weiter und so fort. Hunde, ja, es gibt halt 3 Rassen, Boxer, Weimaraner und Great Dane, was immer, frag mich nicht, ich bin kein Hundetyp. Wie ich schon sagte, neuer Survivor, Hugo Delano, ein ehemaliger Zookeeper, also Tierpfleger halt. 5 neue Steam Achievements, super wichtig für Mara zum Beispiel, die das Spiel nicht spielt, für mich so gar nicht. Okay, Range Activity Categories, Research, ja, wir müssen halt das erst lernen. Gender Sites for Wild Animals. Okay. Ja gut, macht Sinn, ne, dass wir das Geschlecht wissen, weil wenn, dann wollen wir ja wahrscheinlich beide uns holen.
Observing Animals, no provides information, constant taming and training. Okay, alle Details, information about Animals, including happiness. Ja, genau, das ist, was ich sagte, ne? Und die haben dann auch dieselben Statistiken. Glücklich, Gesundheit und so weiter und so fort. Hungerlevel und so weiter. As newborn tamed animals get older, they grow larger. As do tamed animals, they become pregnant. Okay. Okay, die wachsen, werden größer. Okay, okay, okay. Tamed animals have the potential to go berserk if they left starving. Okay, die können also auch durchdrehen und wahrscheinlich uns angreifen, wenn sie nichts zu futtern kriegen. Sollten wir sie also vorher töten, wenn wir kein Essen mehr haben. Sollten wir uns mal merken, auf jeden Fall. Ja, hier steht's aber. Kann man schlachten für Essen halt, für die Survivor. Tiere können auch krank werden. Okay, Tiere können auch sterben. Das finde ich sehr interessant, weil das ist bei den Survivors bisher ja nicht der Fall. Die altern ja nicht. Das wäre cool, wenn das auch noch kommen würde. Fight alongside Survivors. Okay, ja gut. Du kannst halt mit denen rumwandern. Die beschützen dich halt auch. Okay, man kann also die Kacke nehmen für Dünger, für die Felder. Ja, so interpretiere ich das mal. Werden wir uns anschauen. Can we build provide modification? Ja, okay. Gut, jetzt kommen wir mal zu den Änderungen, die sonst kommen. Da sind mich ein paar sehr geile bei. Auf den Chat gehe ich gleich ein. Ich gehe das einmal durch, weil ich das hier nebenbei aufnehme für YouTube. Zu den Survivors. Was super geil ist, essen, trinken, rauchen, readen, also lesen, dauert alles 50% weniger. Ich habe mich ja schon sehr darüber beschwert in den letzten Streams, dass sie halt teilweise 2 Stunden für ein Stück Kuchen brauchen. Ne? Das war halt super nervig, weil das wirklich viel Zeit genommen hat. Das haben sie jetzt geändert. Es dauert jetzt halt nur noch halb so lange alles. Andere geile Sache, die Survivor können jetzt mehr tragen, was Holz, Stein, Bricks, Concrete und Metall anbelangt. Auch super, weil das ist auch super nervig, wenn du den Wald ein bisschen weiter weg hast, rennen die sich zu Tode, ja. Oder wenn wir halt mal umziehen, haben wir auch gesehen, rennen die sich zu Tode, weil sie nicht so viel tragen können. Die nächste super geile Sache, die mich am allermeisten eigentlich freut, ist, dass man die Tore nicht mehr auf und zu machen muss. Die Survivor machen das jetzt selber. Ja, ich kann also Tore bauen und dann gehen die automatisch, machen das auf und machen es wieder zu. Mann, war das nervig, oder? Super Änderung. Okay, Survivor, wenn die halt eben Berserker-Modus haben, werden die nicht länger auf Wände oder Zäune draufballern. Dafür hauen die halt mehr Damage raus, wenn sie auf die anderen Sachen draufhauen. Ja. Gut, es gibt eine neue Trouble, ja, Krankheit, Tick, wie auch immer, wenn man einen anderen Survivor schlachtet. Kann man irgendwo nachvollziehen? das ist auch ganz geil. Added Medizin to the Allo Restricted Consumables. Das heißt, wie beim Essen, kann man halt einstellen, so nutze jetzt keine, was weiß ich, kein Medikit, sondern benutzt die Bandagen oder benutzt diese komische Salbe. Guck mal, ich habe zum Beispiel immer 50 Salben liegen gehabt, die wurden gar nicht benutzt. Ne? Das kann man dann auch ein bisschen besser einstellen, sehr gut. Okay, ja, und die beschweren sich erst ein bisschen später, dass sie mehr Variabilität bei ihren Ablenkungen haben wollen. Das ist auch okay. Gut, Research und Resources. Ja, es gibt nun Kategorien halt. Das gucken wir uns gleich in-game aber auch an. Resources, Power, Defense, Elsa und Breakthroughs. Added a new flare. Shielding Research Option. Eine neue Device to consume 50 more power instead of being discovered during the Love Flares. Okay. Spaceship, Construction Research Option. Okay, die ist nicht an Skill mehr gebunden, dass du die Sachen zurückbauen kannst. Okay, dafür braucht Carbon. Booms. Ja, die Carbon. Ja, dass wir aus Carbon halt bauen können, brauchen wir Construction 5 für.
Added slop a new food resource. Ja, ist halt für primary for animal consumption, also das Tierfutter quasi. Kann hergestellt werden an der Workbench und kann rohes Futter, also aus rohem Futter machen wir Hundefutter oder besser gesagt Tierfutter. Werden wir sehen. The barrel cactus, no tank 16 days instead of 4 days to fully grow. Okay, haben es also angepasst, die Wachstumrate. Building construction and devices, was auch sehr cool ist, increase the average power production of wind turbines, weil die haben echt wenig produziert. Ich hatte die ja im ersten Spielstand gebaut, die Windräder, und das war halt echt super low, was die produziert haben. Das haben sie auf jeden Fall erhöht, finde ich auch sehr gut. Ja, der Steinofen produziert jetzt auch Hitze und Licht, wenn er eingeschaltet ist, was so vorher nicht so war. Weiß nicht, ob die den Schmelzofen meinen, gehe ich von aus, was Furnaces ist. Ja, aber die können wir eh nur draußen hinstellen und vielleicht kann man sie mittlerweile auch drin hinstellen, müssen wir mal gucken. Gut, ansonsten die maximale Länge, wie man eine Line ziehen kann, also von 16 auf 50 erhöht beim Bauen jetzt. Beim Zäune bauen. Pulse Rifles no longer die Damage to Structure and Devices. Das ist gar nicht schlecht. Die Frage ist aber, hauen sie immer noch die Pflanzen weg? Ja, das ist ja das, was ein bisschen tricky ist mit den Dingern. Das müssen wir halt auch mal gucken. Animal Attacks. Ja, wie Factorial Spawning for Animal Attacks? Do they spawn in range of the most popular area of the map? Okay, das ist auch ganz interessant. Das heißt, die spawnen ja da, wo am meisten los ist auf der Map. Weiß ich nicht, wie sich das auswirkt. Weil sonst haben sie ja immer den festen Spawn auf die Survivor gehabt. So wie ich das verstehe, wäre es aber dann so, keine Ahnung, habe ich 5 Survivor zu Hause, habe ich 2 irgendwo anders. Ja, sollten die 2, die irgendwo anders sind, keinerlei Beeinträchtigung haben, ne? I don't know. Müssten wir halt auch gucken, wie sich das genau, ja, genau verhält. Ich muss mal auf Notification to Animated Attacks. Skizzo hands when attacking survivors. The leaving the admin of 40 towers. Okay, den Satz verstehe ich nicht. Den rafft er nicht. Aber zum Glück gibt es ja heute so Sachen wie DeepL, ne? Das Verhalten von Skirrens wurde angepasst, wenn er Überlebende angreift, die den Vorteil von befestigten Türmen ausnutzen. Okay, das hilft mir jetzt auch nicht wirklich weiter. Hi, wo bin ich jetzt? Das hilft mir jetzt auch nicht wirklich weiter. Gut, es wurde was an den Viechern geändert, wenn die Türme angreifen. Oder Survivor angreifen, die Türme angreifen. Warum geht's dann immer zurück? Los mit ihm. Gut, aber dann sind wir ja auch schon durch. Adjust the location of some devices bis im Menü in the name. Okay, ich muss auch erstmal gucken, ob es schon eine neue deutsche Übersetzung gibt, ne? Die werden wir jetzt gleich noch runterladen. A new game rule, big family has been implemented that increases allgemeine Survivors being found, okay. The progress of completed tourists, no. Gut. Ja. Muss ich euch nicht übersetzen, oder? Also, wenn wir das Tutorial abgeschlossen haben, ist es in der Cloud gespeichert, sodass es sich immer wieder abschließen muss. The applicated hotkey shortcut are now connected. Fixed pregame survivor selection when using keyboard to navigate. Ja, das war's. Aber sehr coole, sehr coole Changes, wie ich finde. Also, bin gespannt, aber wie man auch liest, wir werden neu starten müssen, ne? Das ist so ein bisschen the problem. Gut, ich verabschiede mich mal kurz von den Leuten auf YouTube. Vielleicht hat es den einen oder anderen geholfen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Haut rein.